Yeah. Was los heute wieder, oder nicht? Voll Hütte. Voll Hütte, ey. Sonne kommt raus. Und dann kommt Sonne raus, wo ich sagen schon. Und das ist volle Hütte. Moin erstmal. Was haben wir da? Golf 2. Genau, Golf 2 haben wir da. Richtig cooles Teil. Golf 2 VH6 Umbau. Da haben wir ein bisschen was dran umgebaut für den Kunden. Motor und so war schon alles. Wir haben gemacht Gewindefahrwerk von TH Technics, die Deep-Version. Wir haben gemacht Ausstellfenster von Happig. Wir haben gemacht Heckscheibe ohne Heizdrähte montiert. Und wir haben die ganz normale HUAO gemacht. Ja, bitte. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wo stehen wir. Ich glaube, Fenster hinten. Fenster, genau. Fenster die Heckscheibe ohne Heizdrähte. Genau. Und genau, die normale HUAO haben wir gemacht. Und natürlich alles eingetragen etc. pp. Ich zeige euch mal am Auto. Wir lassen das Auto mal hoch. Einmal kurz aufs Gewindefahrwerk zeige ich euch mal. Fenster kannst du hier schon mal gucken. Das sind die Happig-Ausstellfenster. Hier kann man schön sehen, die kannst du aufstellen. Sind recht rare, selten, muss ich sagen. Normal hat er die nicht, oder? Normal hat er nicht. Normal ist quasi eine geschlossene Scheibe, die hier eingelassen ist. Da kannst du gar nichts mehr machen. Jetzt hat er Ausstellfenster. Ich habe schon mal aufgestellt. Die kannst du nämlich so wieder zumachen. Ja. Also das ist schon ganz schön. Ganz schön geil, ich muss sagen. Also das ist so das i-Tüpfchen. An dem Golf ist sowieso viel. So von der Lackierung her, vom Harlequin-Style. Über ja, eigentlich alles selten und teuer. Heckscheibe ohne Heizdrähte hinten. Eigentlich hast du hier ja die Heckscheibenheizung drin. Hier mal eine Scheibe komplett ohne. Kannst du es so sehen oder soll ich das machen? Ich hab ja hier mein. Ja, Fensterputzer weg. Gebäude rein. Alles in allem. Wow. So. Gut so? Ja. Naja, auf jeden Fall Heckscheibe ohne Heizdrähte. Ganz geil, haben wir montiert. Ja. Ein ganz schickes Ding. Hier ein Twingo. Glaube ich, Twingo ist das. Schiebedach habe ich in meinem 1er auch drin von mir. Auch eine geile Sache. Genau, Bügel, richtig. Bügel haben wir noch eingetragen. Hinten drin, der war schon montiert hier. Der war schon montiert, aber haben wir halt mit eingetragen. So, das war eigentlich alles hier so zu. Jetzt können wir mal das Auto hochlassen. Dann kann ich nochmal einen Blick reinschmeißen in das Federbein. Was ist? Ist da oder was? Filmst du? Ja, alles mit drauf. Nein, das ist die Luggywood. Kennt ihr die Luggywood? Müssen wir die Luggywood auch mal hier ein Video machen? Oder nicht? Die er so arbeitet und so? Ja, genau. Genau, richtig? Machen wir mal. Schreibt es unten in die Kommentare rein, ob ihr mal wollt, dass wir von die Luggywood ein YouTube-Video machen. Aber ich denke, das wollt ihr bestimmt alle. So, wieder zum. Machen wir gleich, Tom. Ich mache hier noch einen fertig. Wieder zum Golf. Ich weiß nicht, ob du das da so einfangen kannst. Ich denke okay, ja, das sieht man wohl. Hier haben wir das Gewindefahrwerk von TH Technics. Hier siehst du auch reell Restgewinde, weil es halt die tiefe Version ist. Ja. Kann man das sehen? Ich glaube schon. Ich hoffe. Ja, so, das sieht so gut aus. Sehen, ne? Hier gefühlte 12 cm Restgewinde, 10, 12 cm. auf jeden Fall haben wir ihn jetzt so tief eingestellt, dass das Maximum geht von der Abnahme einfach, dass nichts scheuert, nichts schleift bei Kreisfahrten, Kurvenfahrten, Belastung in Verbindung mit den Rädern. Also das ist schon so getüft, dass das safe ist. Vorne ist ebenfalls, yes. Hier kannst du es noch besser sehen. Oh ja. Hier haben wir auch ein bisschen Restgewinde. Hier können wir gar nicht so tief, weil der Teller sonst hier an die Felge kommt, wenn wir noch weiter runter schrauben. Ja, das ist eigentlich. Also da ist noch ein bisschen Potenzial drin im Fahrwerk. Kann man machen. Ja, so sieht das eigentlich aus. Wir können ja nochmal runterlassen.
Können wir nochmal messen, was wir jetzt haben an Fahrhöhe? Ich meine, Radmittelkante war das 27 eingetragen. Und das ist schon eigentlich eine gute Höhe oder Tiefe. Jetzt komme ich, dicker Junge, da nicht mehr raus. Zollstock. Zollstock. Aber hier kannst du sehen, wa? Hier ist schon Tiefe schon schön geil, ne? Ja, ja. Das sieht echt gut aus. Und vor allem für Gewinde, ne? Also für Gewinde, sitzt ja. Der ja ultra. Das musst du vergessen. Darfst du nicht vergessen. Vorne genau das gleiche. Ultra gut. Sieht eigentlich für Außenstehende, die nicht so viele mit dem Thema oder nicht in dem Thema so drin sind, unfahrbar aus. Ja. Fragt man echt so, wenn er da so steht, gerade eben auch, als ich ihn vom Parkplatz gefahren habe. Ja. Der sieht von vorne halt auch schon dann echt ziemlich tiefer aus. Ja, aber, wie ich gerade schon gesagt habe, du kannst voll einschlagen, du kannst verschränken, du kannst kreisfahren. Also der hat alle Auflagen, die du haben musst für die Eintragung, hat er geschafft. Ich will mal in meinen Zollstock. So, jetzt aber los hier. So schönes Wetter ist auch wieder. Das ist auch zu viel des Guten. Das zieht's. Das zieht. Ja, 27. 27. Hier, 27. 27 Zentimeter. Mitte Kante. Eingetragen. Eingetragen. Da würden einige von träumen. Beim Golf 5 Hinterachse. ja, so sieht's aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen, was ich hier so Zeug für quatsche. Ja. Wir haben es auf jeden Fall erledigt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Woche, Monat. Wir sehen uns und schaltet nächstes Mal wieder ein. Tschüss.